Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Kritik an Müllers Regierungserklärung hält an. Teure Klassenfahrt hat Konsequenzen. Und das Wetter, ein schöner Samstag und ein stürmischer Sonntag erwarten uns. Wie die neue Arbeitswoche startet, mehr dazu am Schluss der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 13. November. Berlins CDU-Generalsekretär Kai Wegner hat am Freitag heftige Kritik an der Regierungserklärung von Michael Müller geübt. Der regierende Bürgermeister habe am Donnerstag im Abgeordnetenhaus eine Rede gehalten, die spalte, statt zu motivieren, sagte Wegner. Der CDU-General warf ihm deshalb Verantwortungslosigkeit vor. Zu dem von Müller genannten 9-Punkte-Plan zur Bewältigung der Flüchtlingssituation meinte der CDU-General, man könne über alles reden. Der richtige Platz für eine solche Debatte wäre aber die Senatssitzung gewesen. Eine öffentliche Klamauk-Rede sei nicht hilfreich. Müllers Rede war als indirekte Rücktrittsaufforderung an den für Flüchtlingsfragen zuständigen Senator Chaya gewertet worden. Grünen-Fraktionschefin Popp sieht unterdessen die Koalition aus SPD und CDU vor dem Bruch. Sie betont jedoch, im Falle eines Scheiterns der Großen Koalition nicht als Regierungspartner zur Verfügung zu stehen. Allerdings treffen die Grünen derzeit auch bei der CDU nicht gerade auf Gegenliebe. Landeschef Henkel hatte erst vor kurzem auf TV Berlin wenig politische Gemeinsamkeiten festgestellt. 22-Jähriger am Alex verletzt. Erneut ist jemand am Alexanderplatz bei einem Überfall verletzt worden. Aus einer Gruppe von etwa 10 Personen wurde einem 22-Jährigen am Donnerstagabend mehrere Messerstiche zugefügt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend flüchteten die Täter. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Nähere Details waren noch nicht bekannt. Am Alex kommt es immer wieder zu Gewalt. Daran konnte auch eine verstärkte Polizeipräsenz bislang kaum etwas ändern. 100 Millionen fürs Berliner Schloss. Am Freitag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über 100 Millionen Euro für das Berliner Schloss bewilligt. Neben der Finanzierung des Wiederaufbaus des Stadtschlosses soll nun auch der Neptunbrunnen wieder an seinen Ursprungsplatz verlegt und dabei saniert werden. Für das Haushaltsjahr 2016 sind dafür 800.000 Euro für den Brunnen vorgesehen, 9,2 Millionen für weitere Haushaltsjahre. Mit dem Berliner Stadtschloss wird ein Wahrzeichen der Stadt wiederhergestellt und es kehrt ein wichtiges Stück Geschichte zurück in die Stadt, erklärte CDU-Bundestagsmitglied und Abgeordneter für Charlottenburg Klaus-Dieter Gröhler. Ersatzverkehr auf 6 S-Bahn-Linien. Auf gleich 6 S-Bahn-Strecken werden von Freitagabend bis voraussichtlich Montagmorgen wegen Bauarbeiten Busse statt der Züge eingesetzt. Betroffen sind die Linien S41, 42 und die S46 zwischen den Bahnhöfen Bundesplatz und Westend. Grund ist eine Brückenbaustelle. Außerdem sind auf der S1 und der S8 zwischen Frohnau und Birkenwerder und auf der S46 zwischen Königs Wusterhausen und Grünau Busse im Einsatz. Noch einmal 50 Flugausfälle. Am vorerst letzten Streiktag der Flugbegleiter der Lufthansa fallen in Tegel erneut rund 50 Flüge aus. Gestrichen wurden nach Angaben des Unternehmens aber wieder nur Flüge von und nach Frankfurt-Main und München. Am späten Freitagabend soll dann der vor einer Woche begonnene Ausstand beendet werden. In dem Arbeitskampf wollen die Mitglieder Flugbegleitergewerkschaft UFO eine Verschlechterung ihrer Altersversorgung verhindern. This is New York City. Teure Klassenfahrt hat Nachspiel. Nach der teuren Reise einer Kreuzberger Schulklasse nach New York soll es in Berlin weiter keine Kostenobergrenzen für Klassenfahrten geben. Allerdings will Bildungssenatorin Scheres, dem Tagesspiegel zufolge, alle Schulleiter an die geltenden Vorschriften für Klassenfahrten erinnern. Wir machen das gegenüber der Schulaufsicht und den Schulen zum Thema, sagte ihre Sprecherin. Auch das betroffene Robert-Koch-Gymnasium müsse innerschulisch deutlich nachbessern. Berliner Jobcenter hatten für eine Klassenfahrt eines Englisch-Leistungskurses der Schule nach New York mehr als 38.000 Euro gezahlt. Das Geld kam aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, mit dem Schüler aus Familien mit geringem Einkommen unterstützt werden. Die Vorschriften besagen, dass sich die Kosten an der finanziellen Ausgangslage der Erziehungsberechtigten orientieren müssen.
Bahn plant offenbar weniger Personal am Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof verliert Sicherheit, Pünktlichkeit und Service bleiben auf der Strecke. Die Deutsche Bahn will zum Jahresende am Berliner Hauptbahnhof Personal abbauen und Dienstleistungen herunterfahren. Insgesamt geht es um 24 Arbeitsplätze, sagt zumindest die Berliner Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am Freitag. Betroffen seien Aufsichten und Servicepersonal. Die Bahn betreibt blinde Rotstiftpolitik und riskiert dadurch viel zu viel, sagt beispielsweise René Thiele von der EVG. Der Chef des Betriebsrates von DB Station und Service am Hauptbahnhof spricht von einem Kahlschlag bei Sicherheit, Service und Pünktlichkeit. Durch die Sparpläne seien Auswirkungen auf den Bahnhofsbetrieb unvermeidlich. Gerade der Fernverkehr würde darunter leiden. Ja, und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht lockert es zum Teil etwas auf, gebietsweise kann es aber auch noch mal leichten Regen geben. Das Quecksilber fällt auf 7 Grad. Am Samstag wird es teils sehr ungemütlich, es weht ein kräftiger Wind aus westlicher Richtung. Die Tageshöchstwerte liegen dabei um die 9 Grad und zwischendurch gibt es immer mal wieder leichte Regenschauer. Und der Blick auf die kommenden Tage. Auch am Sonntag weht mitunter ein noch sehr kräftiger Wind, der weiter Regen über die Hauptstadt bringt. Am Montag beruhigt sich die Wetterlage vorübergehend etwas. Bereits am Dienstag setzt sich jedoch das regnerische Wetter fort. Die Höchstwerte liegen dann um die 12 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis Montag und Ihnen ein schönes Wochenende.